Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Adventure Map. Und dann wunderschönen guten Tag und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft Adventure Map. Ich bin Sperry wieder, euer ArisaHD, und heute spielen wir eine Adventure Map. Ich weiß, ich wiederhole das immer alles immer sehr gerne und sehr oft, aber ich muss euch heute mal wieder was ganz Besonderes erzählen, ja? Denn heute ist mir nämlich eine ganz besondere Adventure Map sozusagen aufgefallen, denn ich habe nämlich letztens wieder so ein bisschen rumgeguckt bezüglich Adventure Maps und da habe ich gesehen, dass der nette Kerlchen hier, dass der mir eine Adventure Map gebaut hat mit Resource Pack, das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Denn wenn wir hier unter Resource Pack gehen, können wir uns hier ein Resource Pack ausrüsten. Das ist von Map RP, ja, das ist irgendwie so was ganz Besonderes. Das ist sozusagen ein Resource Pack, was benutzt werden muss. Und da bin ich auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf, was es denn hier so bringt und so, ne. Das heißt, das sind immer so extravagante Sachen, diese Resource Packs. Und bevor wir jetzt einfach zu viel labern, würde ich mal einfach sagen, dass wir uns die Map mal anschauen. So, Notiz: Diese Map wurde länger nicht weitergebaut, deshalb sind ein paar Features out of date. Hoffe, es macht hier nichts. Notiz 2. Alle in der Map verwendeten Songs sind nicht Copyright, also keine Sorge. Oho, Songs also? Alles klar. Das heißt, wir haben hier Infos über den Erbauer, die Regeln und Abenteuer und Story. Komm, erstmal die Infos über den Erbauer. So, hier. Easy. YouTube-Name Fluxium. Okidoki, Arkishoki. Bin der Typ von der Osterhasen-Map. Oh, lol, wir haben mal eine Osterhasen-Map gespielt. Falls, ja, bestimmt. Ja, doch, ich kann mich erinnern. Doch, da war auf jeden Fall was mit einer Osterhasen-Map. So, die Regeln. Okidoki, Akishoki. Bitte drücke den anderen Knopf. Alles in Ordnung. Regel. Okidoki. Erstens, spiele auf easy. Machen wir. Ist schon drin. Okidoki. Zweitens, nur abbauen, wenn nötig. Kein Farmen. Sichtweite weit. Ach so, kein Farmen, meint er natürlich. Ja, okay, gut. Dann farmen wir heute halt eben nicht. So, Sichtweite weit. Haben wir Sichtweite auf weit? Ja, auf Fahr. Okay. Okidoki, Akishoki. Das heißt, das dürfte so gehen. Und hier haben wir Abenteuer-Story starten. Okidoki, Akishoki. Hui, und da bewegt sich auch schon die Welt. Oh, wo sind wir denn jetzt auf einmal? Hey, du, deine Hilfe wird gebraucht. Lol, hier läuft Musik. Das Juwel der Zeit wurde von seinem ursprünglichen Platz entfernt. Dadurch ist vielen Orten die Zeit stehen geblieben. Es herrscht nur noch dunkle Nacht. Bitte hole das Juwel der Zeit zurück, damit alle Bewohner ihr normales Leben weiterführen können. Alter Vater, der Raum, in dem ich gerade eben war, da konnte ich die Schilder gerade gar nicht lesen. Aber ich muss sagen, das war gerade mega cool, denn dort ist irgendwie Musik gelaufen und so. Habt ihr die auch gehört? Mega cool. Okay, erstmal hier weiterlaufen. Wo bin ich denn hier? Ich sollte mal ein paar Bewohner fragen, die wissen vielleicht etwas. Okidoki, das heißt, wir müssen da wahrscheinlich hoch. Tipp, drücke auf Knöpfe neben Personen, um mit ihnen zu reden. Okidoki, Akishoki, wir haben jetzt 5 Dollar bekommen und 6 Steaks. Das heißt, die können wir uns nebenbei ein bisschen gönnen, ne? Dann können wir uns hier einen Spawn setzen, falls wir sterben, ne? Und dann sollten wir uns wahrscheinlich mit ein paar Bewohnern hier auseinandersetzen. Hier, Spawn setzen steht hier. Wohin geht das hier? Also, da müssen wir wahrscheinlich noch nicht hin, aber hier steht tatsächlich schon jemand. Ein Bewohner, hallo! Hallo Bewohner, ich liebe unser Dorf. Und du auch? Ja, ich liebe dein Dorf, glaube ich auch. Es sieht sehr angenehm aus, ja. Es ist mal wieder was ganz Besonderes, ne, lieber Bewohner. Mal gucken, was die anderen Menschen hier in diesem wunderschönen Dorf zu dieser Welt hier eben kurz sagen. Hier haben wir noch einen Bewohner. Guck mal, in Pink, den müssen wir uns auf jeden Fall auch anhören. Hallo Bewohner, ich habe gehört, dass ArisaHD und Chaos Melone 44 gerade in einer fernen Welt Abenteuer erleben. Was? Die erleben Abenteuer? Alter Vater, das ist ja mal übelst krass. Danke für die Info, Bewohner. Das finde ich sehr nett von dir. Ebenfalls habe ich hier ein wunderschönes Melonen-Kürbisfeld gefunden. Ne? Also zum Glück ist Flo nicht hier, weil sonst würde dieses Feld nicht mehr lange stehen. Beziehungsweise wir müssen die ganze Aufnahmezeit dann sozusagen ein bisschen darauf für aufbrauchen, diese Kürbisse hier alle abzubauen. Ne? Aber das lassen wir jetzt erstmal. So, schauen wir uns doch erstmal an, was wir denn hier noch so rumliegen haben. Da drin ist noch ein Haus. Da waren wir noch gar nicht drin. Das müssen wir uns auf jeden Fall erstmal angucken. Mal gucken, was die Person da drin denn uns erzählt. Hier sind sogar 2 Personen. Hallo, Claudia. Hi, bist du neu hier? Tatsächlich bin ich neu hier, werte Claudia. Also mir persönlich geht's auch gut, ja? Und wie geht's dir, Claudia? Da ist der Nils. Oh, der Nils. Hätten wir nur unser kostbares Juwel wieder, dann würde endlich die Sonne scheinen. Okidoki, Akishoki. Das heißt, ihr sucht hier ein Juwel, wie es aussieht. Und ich muss erstmal hier die Video-Settings auf Bright machen, weil mir ist das hier ein bisschen zu dunkel. Easy peasy lemon squeezy. So, und dann schauen wir doch einfach mal weiter, was es denn nicht noch so gibt. Okidoki. Das heißt, wir haben hier eine Ender-Chest. Öffentliche Ender-Kiste. Da können wir vielleicht unsere 5 Dollar mal reinlegen und mal mit dem werten Bewohner reden. Hallo, Bewohner. Nein, ich habe
keinen Verdächtigen gesehen. Du solltest mal zum ursprünglichen Platz des Juwels gehen. Der Eingang befindet sich in einer Höhle in der Nähe von Schmiddy. Oh lol, es ist Schmiddy hier? Wo ist Schmiddy? Ist hier vielleicht Schmiddy drin? Schmiddys Waffenschmiede. Oh mein Gott, Schmiddy, wie geht's dir? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hi, Schmiddy. Hey, ich komme nur manchmal her. Meine Hauptfiliale liegt in Freeway. Freut mich, dass du hier bist. Und übrigens, bitte bring uns das Juwel zurück. Alles klar, machen wir natürlich gerne. Und sein Hauptsitz ist halt eben in Freeway City. Das Problem ist aber, dass wir derzeit in der Freeway City sehr in der kleinen Klemme da stecken, weil wir sind da ja derzeit in Sibirien eingesperrt und müssen da irgendwie rauskommen. Und der gute alte Schmiddy befindet sich also hier manchmal, ja? Dann haben wir hier ein paar Bottles of Enchantment, ein bisschen Lapis Lazuli, easy peasy, ja? Dann haben wir hier noch ein bisschen Enderperlen, ein paar Bows, ein Bow, dann ein bisschen weitere Enchantment-Levels und so ein Zeug, ne? Kann man sich vielleicht auch mal gönnen, indem man das hier nach hinten so schmeißt und dann aufsammelt. Ja, Level 15. So, der Typ hat auch irgendwas gesagt, aber ich möchte mir gerne anhören, was die denn alle so sagen. So, noch ein Bewohner. Hallo, werter Bewohner. Bitte hilf uns. Alles klar, machen wir natürlich gerne. Was haben wir denn hier? So, die gute alte Sarah. Hallo, Sarah. Diese Dunkelheit ist schrecklich. Bitte hilf uns. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Ich helfe euch ja schon. Oh, der ist gerade am PC, so wie es aussieht. Ne? Hallo, Tom. Wie geht's dir denn, Tom? Das neue Video von Aerosol ist echt cool. Oh, ja, das würde ich auch mal sagen. Und ich gebe auch gerne jedem Video von Aerosol hat hier einen Daumen nach oben. Nur so nebenbei gesagt. So, mal gucken, wer denn hier oben so ist. Also hier ist ein Enchantment-Table. Da könnten wir theoretischerweise unseren Bow enchanten, ne? Weil wir haben da jetzt genug Dingsterbumsters, ne? Da haben wir Unbreaking zur Verfügung und Power 1. Ja, da gebe ich mich einfach mal mit Power 1 zufrieden. Ist eigentlich ganz cool, ne? Weil ist besser als Unbreaking und so ein Zeug. So, und was haben wir denn hier so drin liegen? Splash Potion, Lapis Lazuli, ein paar Dollars und eine Eisenangel. Okidoki, Akishoki. Haut rein, Leute. Ciao. So, da drin waren wir noch gar nicht und müssen uns auf jeden Fall nochmal angucken, wer denn hier drin haust. Hallo, werte Damen und Herren. Holzfäller Joe! Alter Vater, lang nicht mehr gesehen, altes Haus. Das ist tatsächlich immer sehr interessant, mit diesen Personen hier zu reden. Denn Holzfäller Joe haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Den haben wir in Spellstorm gut kennengelernt. Holzfäller Joe. Ich versorge die Stadt mit Holz. Bloß in der Dunkelheit sehe ich schlecht, wo ich hinschlage. Ja, ja, das Leben ist hart, musst du wissen. Das Leben ist hart. So, das heißt, wir haben hier Holzfäller-Axt, die nehmen wir uns auf jeden Fall mit und $2. Okidoki, Akishoki. Draußen regnet es mal natürlich wieder wie aus Eimern, ne? Das heißt, wir haben jetzt alle Dings durchgesehen und was ich aber jetzt vergessen habe, ist, was hat der hier gesagt? Nein, ich habe keinen Verdächtigen gesehen. Du solltest mal zum ursprünglichen Platz des Juwels gehen. Der Eingang befindet sich in einer Höhle in der Nähe von Schmiddy. Was wir aber noch nicht gemacht haben, ist die kleine Insel dort sozusagen betreten. Dort hier, die da. Weil die da ist nämlich mega cool. Die sieht voll cool aus, so extravagantisch und super dynamisch designt, ja. Das sieht so aus wie so eine kleine Urlaubsinsel. Da würde ich auch mal gerne vorbeischauen, vorbeisehen. Oh, guck mal, eine Sandburg und es regnet die ganze Zeit. Kann man hier nicht einfach Weather Clear eingeben? Hier, Weather Clear. Okidoki, Akishoki, perfekt. Dann haben wir keinen Regen mehr. So, Strandbar für Sie. Wir sind bald für Sie da. Ach so, da ist noch gar niemand da, wie es aussieht. Das ist so eine Strandbar sozusagen, die noch gar nicht offen hat. Das heißt, vielleicht macht sie ja später nochmal auf. Aber gut zu wissen, dass hier eine gute alte Strandbar ist, ja. Ist sowas wie die Gulagune aus SpongeBob, falls ihr die kennt, ne. Das ist auch was ganz Besonderes. Aber wir müssen uns jetzt natürlich weiter konzentrieren und schauen, dass wir den Juwel wiederfinden, den wir hier suchen, ne. Weil der Typ hat gesagt, wir sollen ja hier in der Höhle. Warte mal, was hat er nochmal gesagt, um nochmal sicher zu gehen? Du solltest mal dem Ursprung blablabla. Der Eingang befindet sich in einer Höhle in der Nähe von Schmiddy. So, hier ist also irgendwo eine Höhle in der Nähe von Schmiddy. Da hat der Mapper schnell ein bisschen Kacke gebaut, weil er das nämlich zu nah hier dran gebaut hat, weil ich muss ja hier irgendwo jetzt eine Höhle finden, ne? Das heißt, hier irgendwo in dieser Welt, warte mal, ich glaube, wir müssen hier, ich weiß, wie das, glaube ich, geht. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach hier lang und dann hier so geradeaus wahrscheinlich, ne? Und dann hier irgendwie so und dann irgendwie, genau, irgendwie, ja, das sieht irgendwie verdächtig aus. Das sieht stark nach Höhle aus. Okidoki, Akishoki. Das heißt, wir haben sie gefunden und essen jetzt erstmal wieder unser Steakerino. Wir haben hier den guten alten Juwel aktivieren, ne? Da sollte eigentlich, glaube ich, der Juwel stehen. Und hier ist sozusagen eine Notiz. Mal gucken, was in der Notiz drin steht. So, Notizen. Juwel nach Spellstorm bringen. Rache! Infoportal liegt in der Nähe einer größeren flachen Ebene. Lol. What the fish? Notizen. Juwel nach Spellstorm bringen. Und Rache. What the fish? Juwel aktivieren.
keine Reaktion. Oh, das ist schade. Also ich muss schon sagen, das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie wohin bewegen. Das heißt, wir haben jetzt also die Info reinbekommen, dass wir sozusagen ein Portal finden müssen. Warte mal, heißt das, wir müssen jetzt nach Spellstorm reisen, um den Dings, um den Juwel da zu finden? Weil es gab tatsächlich auch mal einen Spellstorm damals. Die Leute, die alle die Serie Spellstorm gesehen haben, wissen natürlich Bescheid. Es gab ja damals in Spellstorm auch so eine Sache. Guck mal da. What the fish? Warum ist der hier? Lol. What the fish? Da ist wahrscheinlich... Ach, da ist ein Keks, der rumliegt. Okay, verstehe. Aber hier sollte irgendwie ein Portal oder sowas sein, angeblich. Ja, weil in der Notiz steht das ja drin, ne? Info. Portal liegt in der Nähe einer großen, flachen Ebene. Okidoki, okidoki. Das heißt, hier irgendwo befindet sich eine flache Ebene, wo sich ein Portal befindet, so wie es aussieht. Ja, also ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, dass er uns irgendwie begrenzt sozusagen Platz gegeben hat bezüglich dem ganzen Zeug. Vielleicht ist ja inzwischen auch die Strandbar offen, wer weiß, aber man sieht, hier kann man ja entlang laufen, aber hier hat er auch abgesperrt. Das heißt, hier ist es auch nicht mehr ganz richtig. Vielleicht ist ja die Strandbar wieder offen. Liegt es vielleicht an der Strandbar oder sowas in der Art? Ich bin mir da selber nicht ganz sicher. Hier haben wir ein bisschen Wasser und so ein Zeug, ne? Das klingt auch nicht 100% safe. Okidoki, okishoki. Oh Mann, schlag mich bitte mit einem Stock. Das kann's doch nicht sein. Wisst ihr, wo der Eingang ist? Man muss von da ganz hinten, ja, auf einmal hier ganz da durchlaufen. Hier durch, über die Brücke. Dann hier so lang. Und dann muss man jetzt hier hinter die Bäume gehen, ja. Ganz weit hinten hier, ganz versteckt im Gebüsch, ja, ist dieser Runtergang hier runter, ja. Lieber Mapersteller, bitte, ja. Bitte! Das war wirklich schlimm. Okidoki, okidoki. Weiter geht's im Konzept. Falls du diesen Ort vor der Aufgabe findest, geh nicht rein. Nö, nö, ich hab den auf. Ich hab, glaube ich, den Dings schon gefunden. Das ist, glaube ich, alles richtig so. Und jetzt muss ich wahrscheinlich hier ins Portal rein, oder? Das soll das Portal darstellen. Und ja! Lol, wo sind wir denn jetzt gelandet? Okidoki, okidoki. Hallo, mein Name ist Roman und ich suche den Juwel. Ich würde gerne den Juwel einfach mitnehmen und einfach gehen, wenn's geht. Was haben wir denn hier drin? Oh, eine Eisenplatte. Okidoki, okidoki. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu hart hier. Ich habe noch übrigens keine richtige Waffe. Ich habe nur die Axt von Holzfäller Joe am Start. Das heißt, das wäre irgendwie nicht so gut, wenn ich die... oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? What the f... Okay. Warte mal, es gibt nur einen einzigen Weg, um herauszufinden, ob das auch wirklich die richtige Welt ist. Es gibt nur einen einzigen Weg. Oh mein Gott, Brücke des Jahres in Spellstorm. Wir sind in Spellstorm gelandet. Oh oh, das ist, wow, das ist super krass. Also hier haben wir die Brücke in Spellstorm. Oh Gott, hier sind unsere Enchantment-Dingster-Bumsters. Alter Vater, hier sind unsere... Dinger gewesen, mit denen wir immer enchantet haben. Hier ist dieser Generator gewesen. Oh, oh, what the fish? Da ist Flo sein Haus, da ist mein Haus und da ist der Keller. Oh Gott, und hier ist, warte mal, hat er auch das Illuminati-Loch? Oh Gott, hier ist auch Illuminati. Ah! Okidoki, akishoki, dann okay. Okay, und hier unten, na, warte mal, was ist hier drin? Ist da in der Kiste noch was drin? Oh, eine Schildkrötensuppe. Nein, Bob darf nicht gegessen werden. Oh Mann, die haben aus Bob eine Schildkrötensuppe gemacht. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr entzückt. Wir sind hier in Camp Squidoodle und es ist einfach 1:1. Alles perfekt nachgebaut. Und hier muss theoretischerweise der Weg nach unten sein, aber den hat er nicht gebaut, weil er zu faul war. Aber, what the fish? Und hier ist Griefer MC. Hallo, Griefer MC. Und hier ist sozusagen meine Tür. Okidoki. Und hier ist mein Haus, was er 1:1 nachgebaut hat. Wow. 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 Wow, wir haben hier Brustaff. Was haben wir hier? Brustaff, Schustaff und Dustaff. Dann haben wir hier Iron Ingots. Dann hier ist hier ein bisschen der Ender Chest. Dann hier ein paar Arrows, Garnet groß und ein Stick. Alter Vater, das ist... Wow, das ist... Das macht mich gerade sprachlos. Was haben wir bei Flo in den Kisten? Potion of Healing, Mud Balls, Pegasus Boots. Dann nicht mit Rechtsklick anziehen. Was? Okay, anziehen. Okidoki, akishoki. Und dann haben wir hier gar nichts. Okay, weil die Dings geht gar nicht auf. Und hier haben wir 2 Gold Apples und 10 Melonen. Okidoki, akishoki. So, und dann haben wir hier das hier. Warte mal, hier jetzt, wie jetzt nichts, nicht mit Rechtsklick anziehen. Kann man das so anziehen oder wie ist es? Nee, kann man nicht anscheinend. Okay, nicht mit Rechtsklick anziehen. Alles klar, okay.
So, wir sind jetzt hier gelandet. Ich frage mich jetzt aber, was soll ich denn jetzt hier in Spellstorm machen? Also, wo soll ich denn hier rausgehen? Gibt es irgendwie einen Weg, den ich nehmen muss oder so? Nö, hier geht's nicht weiter lang. Und da oben wahrscheinlich auch nicht. Hier ist überall abgesperrt, ja? Das heißt, ah, nee, guck mal, wir waren hier noch gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Leute, hier muss es nach unten gehen. Da war eigentlich sozusagen das Vlad sein Zuhause. Oh Gott, was, wo geht's denn hier nach unten lang? Warte, mit Anschwung hier, zack, und du, au! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow, die Musik. Oh, oh. Hallo. Oh, oh. Okay, hier geht's runter. Alter Vater, ich bin gerade etwas sprachlos. Etwas. Wow. Okay, ist das alles in Ordnung? Spawn setzen? Bitte. Alter Vater, das ist super krass, ja? Dass hier nebenbei noch so gruselige Musik läuft. Und wir müssen hier nebenbei noch das Adventure-Dingsterbumster machen. Ich fühle mich gerade eben sehr eingeschüchtert. Und ich habe ein bisschen Angst, aber auch nur ein bisschen. Denn wir heilen uns hier wieder hoch, damit wir nicht verbrennen. Und machen hier nochmal den einzigartigen Sprung eben kurz. Okay, das überleben wir. Alles in Ordnung. So, Pegasus-Boots am besten anziehen, ja. Weil ich glaube, die wären recht gut dafür. Dann hier haben wir ja eigentlich noch eine Enderperle gehabt. Die hätten wir eigentlich benutzen können. Aber bitte nicht sterben. Ich esse jetzt einen Gold-Apple. Oh, oh. Okay, ich habe jetzt noch einen Gold-Apple gegessen, um das zu überleben. Wow, das ist krass. Exit, du brauchst einen Schlüssel. Oh, ich habe den Dings gefunden. Den Smaragd, den Juwel. Aber ich habe keine Spitzhacke. Juwel nehmen. Alles klar. So, da haben wir ihn. Und jetzt haben wir hier den Lever. Wer klaut da mein Juwel? What the fish? Puh, du kommst doch eh nicht lebendig raus. Ha, 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 ha. Oh, oh. Bitte nicht. Oh Gott, das ist so gruselig. Doch, ich komme hier lebend raus. Ich habe doch einen Schalter gefunden, oder nicht? Ah, war da. Schalter platzieren. Hier. Und machen. Okidoki, Akishoki. Zum nächsten Level. Okidoki, Spawn setzen. Okay, bitte, bitte. Alter Vater, was geht hier ab? Beantworte die Fragen richtig. PS, es bringt dir nichts herunterzuspringen. Okidoki, Akishoki. So. 15 Äpfel sind am Baum. Roman holt sich einen runter. Wie viele sind es jetzt? Hä? 15 minus 1 oder 14? 14. Wieso? Warte mal. Hä? Okay, warte mal. Roman, 15 Äpfel sind am Baum. Roman holt sich einen runter. Wie viele sind es jetzt? 15. Oh, lol, am Baum. Ja, lol, verstehe. Okidoki. Wie bist du hierher gekommen? Durch einen Teleport? Durch die richtige Beantwortung der Frage? Durch die richtige Antwort einer Frage wurde ich teleportiert. Ja, das ist richtig. Okidoki. Roman möchte viele Abos haben, interessiert seine Abozahl nicht, hat gefurzt. Also, ich persönlich denke natürlich, dass das hier richtig ist, aber ich möchte hart gefurzt. Oh, Mann, das wäre voll witzig gewesen. Okidoki, Akishoki. Warte mal, 15 minus 1 ist in 15. Dann, das Rechte hier. Und dann natürlich interessiert seine Abozahl nicht, weil ich bin tatsächlich ein Mensch, der sich nicht so heftig für Abozahlen interessiert. Denn das ist mir nicht so unbedingt wichtig. Ja, das ist nur Nebensache. Haben die Fragen irgendeinen Sinn ergeben? Nein. Okidoki, Akishoki. So, dann haben wir hier ein paar A Bottle of Enchantments, wieder ein paar Dollars dabei. Dann haben wir hier noch ein paar. Ach, das war nochmal der ganze Parcours. Und jetzt auf nächstes Level. Spawn setzen hinter dir. Wichtig, schalte die Wolken aus. Okidoki, Spawn setzen. Dieses coole Bild versteckt den Comment-Block. Okidoki, Akishoki. So, jetzt müssen wir hier aber hingehen. Auf Video-Settings wahrscheinlich gehen, ne? Dann auf Animations. Und dann müssen wir hier die Wolken suchen. Wo sind sie denn? Smoke, Portal, Lava, Water, Fire, Redstone, Flame, Void, Rain, Potion, Terror, blablabla. Warte mal, das war nicht unbedingt das Richtige. Warte mal, wir müssen hier suchen. Performance, Details. Und dann haben wir hier Clouds auf, off. Okidoki, Akishoki. Da haben wir die Wolken auch schon ausgeschaltet. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich hier runterspringen. Okidoki, Akishoki. Ah!